Herzlich willkommen zu Moodle Tipps und Tricks. Heute einzelne User einschreiben sowie einen Studierendenjahrgang einschreiben. In Ihrer Lehrveranstaltung auf Moodle, auch Kurs genannt, können Sie jederzeit selbst weitere Nutzerinnen und Nutzer wie Kolleginnen und Kollegen, Studierende oder ganze Jahrgänge einschreiben. Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor. Navigieren Sie zum virtuellen Campus und wählen Sie das aktuelle Studienjahr. Loggen Sie sich auf der Plattform ein. Öffnen Sie den gewünschten Kurs mit einem einfachen Klick. Um die bereits eingeschriebenen Nutzerinnen und Nutzer in Ihrem Kurs zu sehen, klicken Sie links auf den Punkt Teilnehmerinnen. Sie sehen nun eine Liste der eingeschriebenen Nutzerinnen und Nutzer. Klicken Sie auf den Button Nutzerinnen einschreiben. Geben Sie in das Suchfeld den Namen der Nutzerin des Nutzers ein. Das System zeigt Ihnen automatisch eine Liste mit möglichen Nutzerinnen. Sie können direkt im Auswahlfeld auch die Rolle festlegen, die Sie den neuen Nutzerinnen zuweisen. Sie können beliebig viele Nutzerinnen auswählen. Möchten Sie einen ganzen Jahrgang von Studierenden einschreiben, suchen Sie den gewünschten Studiengang im Suchfeld Globale Gruppen auswählen, indem Sie den Verteilernamen des Jahrgangs eingeben. Der gesuchte Jahrgang wird nun angezeigt. Sind Sie fertig, klicken Sie auf den Button Ausgewählte Nutzerinnen und Globale Gruppen einschreiben. Es werden die ausgewählten Nutzerinnen eingeschrieben bzw. alle Studierenden des gewählten Jahrgangs gleichzeitig eingeschrieben. Der hinzugefügte Benutzer/Benutzerin scheint nun in der Nutzerinnenliste auf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tipp.